Mazda macht ja bei seinem Design alles mit dieser Kodo-Philosophie. Egal, ob es jetzt der Mazda 6 ist oder der CX-5 oder der MX-5. Und mit dem war ich unterwegs, oben ohne, in den Herbst. Wenn in Österreich der Herbst reut und die letzten warmen Sonnenstrahlen auf den Asphalt fallen, dann wird es Zeit, über das Leben und den Mazda MX-5 nachzudenken. Ein Roadster wie der MX-5 ist nach wie vor ein stilsicherer Weg, sich in aller Spaß über die dunklen Tage zu retten. Diese Rettung in Form eines kleinen, leichten Zweisitzers hilft verlässlich und prophylaktisch gegen aufkommende, dunkle Alltagsgedanken. Dazu muss der MX-5 nicht einmal bewegt werden. Oft reicht es, den luftigen Japaner beim Sonnenbad zu beobachten. Schwünge, Keile, Kanten und Rundungen. Der Mazda MX-5 hat sie alle. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Alle dort, wo sie sein müssen und nirgends, wo sie die Ästhetik stören. Die alte Formel Motor vorne, Antrieb hinten, kombiniert mit lange Haube, kurzes Heck, funktioniert einfach immer noch am besten. Doch man sollte ihn nicht zu sehr lobhudeln, denn jedem Tierchen sein Pläsierchen. Es gibt kaum Menschen, die den MX-5 nicht mögen. Und die, die den Wagen halt nicht mögen, weil er halt so klein ist, so eng ist, so asketisch. Ja, meine Lieben, es gibt den Takumi, der hat wunderschöne Ledersitze, der hat ein Bose Audiosystem drinnen, der hat einen wunderschönen Metalliclack drauf und ein kirschrotes Verdeck. Also wenn man schon nicht mit dem MX-5 fährt, weil er leibend zum Fahren ist, dann sollte man ihn fahren, weil er einfach schön ist. Takumi, wie die MX-5 Sonderausstattung genannt wird, wird korrekt japanisch eigentlich als Takumi ausgesprochen und lässt sich am besten mit dem deutschen Wort geschickt übersetzen. Und das passt auch gut, denn der MX-5 ist besonders geschickt darin, den Autofahrer mit seiner Fröhlichkeit in den Bann zu ziehen. Und zwar über eine vordefinierte Zielgruppe hinweg. Der MX-5 ist eigentlich für keine Zielgruppe. Der gefällt dem Teenager genauso wie der Mutti, wie dem Opa, wie dem Familienvater, wahrscheinlich auch der Familienmama. Nur der Familie selbst wahrscheinlich nicht, weil die Kinder können da nicht mitfahren, wenn Mama und Papa gemeinsam unterwegs sind. Aber ich glaube, ein bisschen geht es auch genau darum. Als Zweisitzer mit gerade mal 986 Kilo auf der Brückenwaage reichen 130 PS aus 1,5 Liter Hubraum fürs flotte Kurvenwedeln. 0 auf 100 sind in 8,3 Sekunden erledigt, Topspeed 204 km/h. Das reicht auch für die große Welt. Denn das Fahrverhalten des MX-5 drückt die richtigen Knöpfe, wenn es um Fahrspaß und das kleine Glück zwischendurch geht. Der Großteil der Menschen hat irgendwo Sorgen. Mal große, mal kleine. Und es ist völlig egal, wie groß oder klein die Sorge ist. Wichtig ist, dass man diese Sorge für einen Moment vergessen kann. Und das kann man zum Beispiel, wenn man im richtigen Auto sitzt. In einem MX-5, der gibt dann erstens Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Und die Sorgen sind halt für die 5 Minuten, die man heimfährt und eine freie Straße hat. Da sind die Sorgen dann einfach ganz weit weg. Und mit diesem Talent kann der MX-5 so viel mehr, als man dem kleinen japanischen Roadster eigentlich zutraut. Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben. Ein echtes Traumauto ist ein Ferrari, aber so ein Ferrari kostet richtig viel Geld. Doch um wie wenig bekomme ich in Österreich einen Ferrari? Und genau das suche ich jetzt raus, und zwar mit der Willhaben-App. Und gefunden habe ich einen Ferrari Mondial 8. Kosten soll er 29.800 Euro, ist ein Baujahr 1980 und kommt mit 122.000 Kilometern am Tacho. Ja, der Auskenner weiß, dass da schon das große Service fällig ist, also Zahnriemen und Co. Das wurde bei dem hier auch schon gemacht. Das ist gut, denn ein großes Service beim Mondial 8 fällt unter Folter für den Mechaniker und kostet richtig Kohle.
Der V8 bringt übrigens 214 PS. Für 1980 ein angemessener Wert. Die Felgen auf dem Foto sehen zwar fesch aus, aber original sind sie meiner Meinung nach nicht. Macht aber nichts, denn die Originalen bekommt man beim Kauf dazu. Der Mondial 8 ist aktuell noch ein bisschen ein Stiefkind bei den Fans, aber ich wette, der steigt auch noch im Wert. Der Mondial ist also ein Anlegertipp meinerseits. Wer jetzt Lust auf einen eigenen Ferrari hat, der Wagen ist in Ansfelden beheimatet. Und gefunden habe ich den günstigen Ferrari mit der Willhaben-App. Ab dem 1. November sollen sie wieder am Auto sein. Die Winterreifen. Und da gilt, rechtzeitig darauf schauen, dass man sie drauf hat, wann man sie braucht. Doch welche braucht man eigentlich? Und welcher Reifen für welches Auto? Genau das haben wir bei unserem Reifenexperten nachgefragt. Der Top-Reifen für den Winter, er ist schwierig auszumachen. Mal passt er für Nässe nicht, mal greift er auf Schnee nur mäßig. Oder der Traumreifen passt einfach nicht zum gewünschten Modell. Deswegen prüfe, wie er sich für lange bindet. Schließlich soll ein Winterreifen für einige Jahre tadellos seine Dienste leisten. Das gilt umso mehr, wenn man sich auf das Abenteuer Supersportler im Winter einlassen möchte. Bei besonders leistungsstarken Fahrzeugen ist ein Top-Winterreifen also Pflicht. Ein Reifen wie der brandneue Friedestein Wintrac Pro. Es ist die neueste Entwicklung, die wir haben. Und natürlich versuchen wir immer, dass wir auf dem Weltmarkt das Top-Produkt produzieren und entwickeln können. Das Besondere an diesem Reifen ist speziell, dass wir ganz besondere Harze verwendet haben, die es noch besser ermöglichen, dass der Winterreifen gerade bei hohen Geschwindigkeiten auf Eis und Schnee perfekt funktioniert. Zu diesem Ergebnis kommen auch internationale Experten. Denn der Friedestein Wintrac Pro schließt als Testsieger ab. Für diese erfolgreiche Entwicklung war eine lange Simulationsphase sowie unzählige Tests nötig. Das intensive Testen hat sich gelohnt. Denn der Wintrac Pro konnte auf Schnee sowie beim Bremsverhalten auf nasser Straße stark zulegen. Außerdem wurde der Wintrac Pro für bis zu 300 km/h zugelassen. Man wird dieses Highspeed-Talent wohl kaum im Alltag nutzen. Doch seine Sicherheitsreserven beim Autobahntempo sind unbestritten. Das war's auch schon wieder mit Go, das Motormagazin für diese Woche. Wir sind nächste Woche wieder da. Aber wer uns sehr vermisst, wir haben Instagram, YouTube, Facebook. Schaut's vorbei, hinterlässt eine Nachricht, dazu was liken. Was auch immer, wir freuen uns über alles, auch über böse Nachrichten. Einfach mal ein bisschen reinhaten, ich bin da für euch. Und zwar bis nächste Woche, Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Orange ist das neue Schwarz mit dem Ford Mustang Cabrio. Und wir fahren den Mercedes GLC AMG 63S. Also unbedingt wieder einschalten. Go, das Motormagazin. Powered by Turmöl. Tankbare Preise.